die sind nicht unterentwickelt. Aber die Muslime, die bekommen die Chance nicht, dass sie ihre Länder aufbauen. Die bekommen die Chance nicht, dass sie wie die anderen werden. Die Muslime, die gut sind, unsere Leute, die denken, die können nicht in unseren Ländern bleiben, sondern die müssen dann in Europa und woanders, in Amerika, Kanada, Australien. Dort bekommen sie Möglichkeit. Die werden als Menschen behandelt, aber leider in unserer Heimat durch diese Regierungen und durch diese Systeme, die von ihren Herren in anderen Ländern sind, von den großen Mächten, in unseren Ländern gebracht werden, die können nicht tun. Sonst, schau mal, wenn du in der Welt siehst, dass viele Muslime wunderbare Leute sind und die können in verschiedenen Bereichen, die können wirken, aber überleg dir, was willst du machen in Syrien zum Beispiel oder in Irak oder in anderen Ländern, in Ägypten, in Unterdrückung, Armut und so weiter. Und die Leute, die keine Muslime sind, sagen, ja, warum ist die Lage so? Erstmal frag dich, warum ist die Lage so? Hunderte von Jahren, Hunderte von Jahren Besatzung, dann Präsidenten und Regierungen, die Allah nicht fürchten, Präsidenten, die das Volk vernichten. Ja, Präsidenten, die Waffen holen, nur damit sie ihre Bevölkerung töten. Was wirst du von diesen Leuten dann erwarten? Und noch dazu, dass die Muslime weg von ihrer Religion sind, dass sie der Dunya folgen, dass sie ihren Gelüstern folgen und dass sie sündigen und dass sie den Schritten von Shaitan folgen. Was wirst du dann? Lies mal in der Sunna. Der Prophet hat uns davon erklärt und erzählt. Und der Prophet hat uns informiert, wie die Lage sein wird. Und das wissen wir. Deshalb stärkt das unser Iman, unsere Lage heute. Und nicht schwächt den Iman. Aber wir müssen auf Allah vertrauen. Und wir müssen Bittgebet machen. Und wir müssen auf dem Weg bleiben, weil wir am Ende vor Allah allein stehen. Und Allah wird mit uns allein abrechnen. Die Sache ist so. Die denken, dass sie über uns sind. Die sind die Herren und wir sind die Sklaven. So ist das. Und das ist die Wahrheit. Wallah, das ist die Wahrheit. Die denken, die sind oben, ihre Kultur ist besser, ihre Tradition ist besser, obwohl das Quatsch ist. Ja, und alles besser, weil sie nur denken, dass sie Industrie haben. Warum seid ihr in Deutschland? Ja, wir sind gezwungen, in Deutschland zu bleiben. Hätte der Westen uns in Ruhe gelassen, hätte der Westen diese Diktaturen, die wir haben, und diese Tyrannen nicht Unterstützung geholfen, wären wir in unserer Heimat geblieben. Aber wer hat ihnen Waffen gegeben? Wer hat sie unterstützt? Wer hat sie akzeptiert? Wer gibt ihnen heute Waffen gegen ihre Völker?